begrüße Sie auch von meiner Seite. Wie gesagt, ich bin in Köln aufgewachsen. Es ist sogar mein Dritt-Viertklass-Lehrer sitzt hier und ich bin ganz nervös. Hier habe ich meine Gymnasialprüfung gemacht, war ich noch nervöser. Sie beruhigen mich. He? Also, diese Initiative ist eigentlich ein gutes Beispiel, wie eben verschiedene Gemeinden, die gesagt haben, ja, wir haben ein Problem, es ist ein neues Thema da und wir können ja voneinander lernen, weil jede Gemeinde hat gute Ideen und wir stehen zusammen und versuchen, das gemeinsam zu entwickeln. Zusammen einige Gemeinden, aber auch mit einigen Werken. Natürlich ist es für uns ist es ein altes Thema, vor allem für Thomas Stocker, aber für uns Gemeinden, das zu instrumentalisieren, ist doch etwas relativ neu. Und wir haben uns natürlich gefragt als Gemeinden, ja, wie können wir diese Klimaneutralität erreichen? Welchen Handlungsbedarf stellen wir fest? Wo sind unsere Herausforderungen? Sie haben das bereits gehört, das ist vor allem das Bauen, das ist der Verkehr. Wo haben wir als Gemeinde, auf Stufe Gemeinde, Handlungsspielraum? Also wo können wir auf unserer Stufe Einfluss nehmen und wie gehen wir die Sache an? Und natürlich Best Practice, was können wir von den Nachbargemeinden lernen? Jetzt habe ich schon die erste Folie fast überschritten. Zuerst ein Blick zurück. Wir haben das 2019 haben wir das begonnen. Sie sehen die blau eingefärbten Gemeinden, das so war so der Kern. Und wir haben gesagt, ja, wir wollen das aufbauen, wir haben geübt, wir haben Veranstaltungen gemacht, wir haben Themen herausgestellt, die wir entwickeln wollen und haben festgestellt, dass das eigentlich ein Bedürfnis ist, dass wir das auf regionaler Ebene instrumentalisieren können. Wir waren ja so eine informelle Gruppe, haben das freiwillig nebenzu gemacht und haben gesagt, das ist ein entscheidendes Thema, das müssen wir jetzt instrumentalisieren auf regionaler Ebene. Es ist wichtig, dass die gesamte Region eben diese Thematik aufgreift und standardisiert und einführt. Und 2024, also ab diesem Jahr, findet das nun statt, hat die Region das übernommen und wir sind sehr froh und wir konnten auch das verkoppeln mit der regionalen Energieberatung und so haben wir auch eine sehr gute Grundlage geschaffen. Was hatten wir für Ziele im 2019, aber es sind immer noch die gleichen Ziele. Also wir wollen in der Region Bern-Mittelland unseren Beitrag leisten, haben Sie auch bereits gehört, zu Netto Null. Und wir wollen auch den Energieverbrauch natürlich deutlich senken. Wie machen wir das? Vernetzen, Synergien schaffen zwischen den Gemeinden und auch eine gewisse Dynamik entwickeln, weil es gibt Gemeinden, die sind schneller und andere sind vielleicht ein bisschen langsamer. Und mehr Dynamik, mehr Synergien, mehr Handlungswille und mehr Zugang zu den Informationen, das sind natürlich ganz, ganz wichtige Punkte. Übrigens habe ich vergessen, in dieser Initiative war auch der Kanton dabei, das war ganz, ganz wichtig. Uli Niefrecker hat es gezeigt, einerseits die Förderinstrumente, aber für uns als Gemeinde noch viel wichtiger ist die Datenbasis, die wir eben brauchen, um dieses Reporting machen zu können. Und es macht keinen Sinn, dass 100 Gemeinden zu der BKW rennen und sagen, wir brauchen Daten, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass der Kanton zur BKW geht und sagt, liefere bitte diese Daten. Das ist ein ganz großer Vorteil. Und diese Datengeschichte ist absolut etwas sehr Wichtiges, auch wenn die Datenbasis nicht immer die Qualität hat, die erforderlich ist, aber wir arbeiten daran und auch ist es wichtig, dass die Gemeinden die notwendigen Daten, wo sie sie haben, auch liefern können. Ja, letztendlich geht es ja nicht nur darum, den gesetzlichen Rahmen zu schaffen, sondern es geht darum, dass man Themenschwerpunkte entwickelt, eben dort, wo man sieht, dass man Handlungsbedarf hat, Bauen und Verkehr, habe ich gesagt, und dort, wo wir als Gemeinde insbesondere auch Einfluss nehmen können. Also das heißt, maßnahmenorientiert, ja, wir sind an der Front vorne und wir wollen handeln. Es gibt ganz verschiedene Bereiche, diese Themenschwerpunkte möchte ich kurz darauf eingehen. Oben links, das sind Wärmeverbunde, am Beispiel der Wärmeverbund Wormental, basierend auf der ARA. Ganz tolle Sache. Wir sind Standortgemeinde in Ittigen, war jahrzehntelang ein Nachteil, weil es gestunken hat.
Jetzt ist es ein Vorteil, weil wir Energie haben und die halbe Gemeinde mit Wärme beliefern können, auch Teile der Quartiere in der Stadt Bern. Rot, dunkelrot, das ist bereits im Bau, also seit dieses Jahr und nächsten und übernächsten Jahr ist die erste Etappe und das hellrot sieht man knapp, das soll dann in den folgenden 3 Jahren entwickelt werden. Also Wärmeverbünde, ARA, Erdwärme, Holz, alles, was es gibt. Aber das ist absolut ein entscheidender Punkt, dass diese Wärmeverbünde realisiert werden können. Und da sind wir als Gemeinde auch gefordert. Es braucht raumplanerische Anpassungen, zum Beispiel die Heizzentrale braucht eine Zonenplanänderung oder die ganzen Netze, die müssen ja auch verlegt werden. Das muss auch kombiniert werden. Es sind ja nicht nur die Fernwärme, die verlegt ist. Wir haben ja eine ganze Reihe von Leitungen in den Straßen und das muss koordiniert und abgestimmt werden. Da kann man auch sehr viel Geld sparen. Der zweite Aspekt oben in der Mitte und oben rechts, das ist das ganze Submissionswesen. Wir Gemeinden geben Millionen von Geld aus, jährlich. Und wir haben zum Glück eine neue Gesetzgebung auf Bundesebene, was die Submissionen anbelangt. Das ist nicht ganz einfach umzusetzen, aber wir haben, wie gesagt, von den Maschinen, Mobiliar und Material, das alles submittieren wir und das haben wir jetzt auch die Möglichkeit, dass wir das nachhaltiger machen können. In der Mitte ein Beispiel dieser Wischmaschine, da kam auch vom Werkhof zuerst der Antrag, eine klassische Maschine anzuschaffen und dann haben wir eine Vollkostenrechnung gemacht, also nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch die Betriebskosten. Und am Schluss hat eben das Elektrofahrzeug überwiegt. Oder der oben rechts, der Kindergarten, der Vierfachkindergarten, Basisstufe in Zukunft. Dort haben wir wirklich große Möglichkeiten, über unsere Wettbewerbe und qualitätssichernde Verfahren ganz tolle Leistungen zu erbringen mit sehr guten Effekten. Unten links, das ist dort, wo wir Einfluss nehmen können in der Elektromobilität. Köritz ist jetzt Beispiel Bernmobil, die machen auch vorwärts, aber dort braucht es auch Geld, weil natürlich die Busse tendenziell teurer sind als klassische und werden nicht alles wird vom Kanton abgegolten. Kanton hilft allerdings auch mit, die Mehrkosten zu tragen, aber jetzt, ich komme jetzt von der Region Bern-Nord und dort haben jetzt die Gemeinde gesagt, okay, wir helfen auch mit, ein Viertel der Mehrkosten zu tragen, Viertel die Gemeinden, ein Viertel Kanton und die Hälfte übernimmt dann die Transportunternehmung. Oder unsere eigene Fahrzeugflotte, das sind Velo und als Flotte ist etwas übertrieben, wir haben 2 oder 3 Elektrofahrzeuge, das sind aber eben Elektrofahrzeuge, sind ein bisschen teurer, aber Sie wissen auch, wie die Preisentwicklung ist, die werden auch günstiger. Und wir haben noch einen Zusatz gemacht, das heißt, diese Autos, die Verwaltung arbeitet viel, aber am Wochenende arbeitet sie nicht und in der Nacht auch nicht. Und diese Autos kann man dann in einem öffentlichen Sharing-Modell auch selber benutzen. Und oben rechts ist noch die Kirchenabfuhr, die haben wir nicht selber, sondern die haben wir ausgelagert, aber auch dort haben wir uns mit den Entscheidungskriterien so ausgestaltet, dass es eben auch Elektrofahrzeuge, weil dort haben wir Mehrkosten realisiert werden können. Dann in der Mitte unten, das ist natürlich Bauen. Wir realisieren viele Siedlungen in den nächsten Jahren, sei es neue Überbauungen, sei es Umbauten, Sanierungen, Nachverdichtungen. Und dort hat die öffentliche Hand eben eine starke Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen auf die Grundeigentümerinnen und auf Grundeigentümer und auf die Investoren. Das Beispiel hier, leider, wir sind das Beispiel von Ittigen, Worblaufen ist ein Plusenergiequartier. Wir sind im Bau, wir sind das erste Plusenergiequartier jetzt im Kanton Bern. Das ist eine gute Nachricht, aber es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und wir sind noch sehr glücklich, dass wir das erste Quartier sind, aber noch glücklicher sind, dass es eben andere auch gibt. Und das ist viel entscheidender. Wichtig auch die Rolle des Kantons. Kanton war hier ehemaliger Grundeigentümer und hat natürlich sein Gewicht mit eingebracht. Und schließlich unten rechts, das ist noch Kreislaufwirtschaft. Das ist ein Thema, wo wir absolut am Anfang stehen.
Voilà. Was haben wir erreicht jetzt mit dieser Umsetzung von der Initiative der Karbonisierung zur Regionalkonferenz? Wir haben diese Plattform geschaffen für Veranstaltungen, Vernetzungen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass das gelingen kann. Also BELB kann dort auch teilnehmen an diesen Veranstaltungen. Es ist wichtig auch, dass wir Brückenbauerfunktionen haben zwischen Stadt, Agglomeration und Land. Die Bedürfnisse sind, und Anforderungen sind zum Teil unterschiedlich. Und für mich persönlich auch sehr wichtig, dass wir die Werke wie EWB oder EBL mit einbeziehen. Und ganz, ganz wichtig für uns ist natürlich auch der gesamtheitliche Blick. Also es ist nicht nur das Klima, sondern wir wollen ja einen Aufgaben- und Finanzplan haben, wir wollen eine Gesamtstrategie der Gemeindeentwicklung haben und das muss ineinander greifen. Und wenn es uns gelingt, die Raumplanung, Verkehrsplanung, Tiefbau, Hochbau eben zusammenzunehmen und Gesamtstrategie zu entwickeln, dann erreichen wir viel. Und letzter Punkt ist, es geht natürlich selbstverständlich nicht ohne Bevölkerung und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dort auch mit Anlässen und Kommunikation die Bevölkerung, aber auch die Wirtschaft mit einbeziehen. Voilà. Wir sind am Anfang dieses ganzen Prozesses, müssen wir sagen, aber wie man so im Kanton Bern sagt, langsam, es pressiert. Merci mal. Danke vielmals. Danke Marco Rupp. Es gibt gleich eine Frage von Bettina Kast aus Münchenbuchsee. Mich würden die Zusatzkosten für die Gemeinden bei einer konsequenten Ausrichtung auf Energieeffizienz und Klimafreundlichkeit, auch Mitigation und Anpassung interessieren. Ist also, viel teurer? Wenn ich die Frage beantworten könnte, dann wäre ich reich. Nein, es hat zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist, was passiert, wenn wir nichts machen? Und dann kann man mit der Gebäudeversicherung sprechen und dann werden die Kosten, die wir generieren, exorbitant. Dass wir mit unseren Maßnahmen Geld in die Finger nehmen müssen, das ist klar. Das ist klar. Aber man muss das differenziert anschauen. Eben diese Wischmaschine zum Beispiel, das sind keine Mehrkosten, wenn man die Lebensdauer betrachtet. Bei den Kehrichtabfuhr sind es im Moment noch Mehrkosten. Vielleicht in 4 oder 5 Jahren sind es nicht Mehrkosten. Und dass wir dann Bäume pflanzen, das ist, natürlich sind das Kosten, aber wir haben auch einen Wert, weil eben auch die Lebensqualität steigt. Also die Kostendiskussion, die ist, darf man nicht nur an Frankenbetrag. Ist nicht so eindimensional, genau. wie man es gerne hätte. Sonja. Gut, danke Marc. Und jetzt müssen wir darüber reden, wer hat das erste Plus-Energie-Quartier im Kanton Bern? Jetzt kommt nämlich einer, der sagt, wir haben es in Köniz. Und du sagst, Uli, wie ist das? Wer hat es? Wer hat es? Ittigen hat es. Oh. Merci, Uli. Gut. Also, ich gratuliere. Danke Marco Rupp.